6 Jahre hat sich Natasha Bedingfield für ihr neues Album Zeit gelassen. Inzwischen hat sie geheiratet, einen Filmemacher. Und diese lustvolle Beziehung hat sie auch zum Albumtitel inspiriert. Strip Me Away. Für meinen Mann mache ich das für gewöhnlich. Natürlich strippe ich für meinen Ehemann. Das wäre doch schrecklich, wenn ich das nicht machen würde. Strippen für den Ehemann? Ja. Ausziehen vor der Bild.de-Kamera? Da kommt von der Londonerin mit Wohnsitz in Kalifornien ein klares Nein. Obwohl mehr Menschen als ihr lieb sind, schon ihre super sexy Seite kennenlernen konnten. Es war im Mai beim Liveball in Wien. Ein gewagtes Kleid, wie sich erst unter dem Blitzlichtgewitter der Fotografen herausstellte. Peinlich war Natasha das. Ich war echt fertig. Ich wusste nicht, dass mein Kleid durchsichtig wird bei dem Blitz. Ich musste dann meine Eltern anrufen und ihnen sagen, dass es nicht meine Absicht gewesen war. Natürlich nicht, denn auch ein Musikprofi kennt Grenzen. Manchmal sogar ganz unerwartete. Das musste Natasha letztens erfahren, beim Singen mit ihrer Freundin, dem Tennisprofi Serena Williams. Sie mag Karaoke. Ich finde es wunderbar, wenn ein Tennisspieler in seiner Freizeit singt. Und ich versuche auch Tennis zu spielen, aber sie ist viel besser am Mikro als ich beim Tennis. Das Lustige ist, dass ich auch beim Karaoke nicht gut bin. Ich krieg das einfach nicht hin. Macht nichts. Hauptsache, es klappt im Aufnahmestudio.